Sollst ihn eigentlich abstechen, aber hast du nicht gemacht. Froh, dass die anderen nicht eingreifen, das hätte dann noch ein bisschen gestresst. Dass die Lappen hier gar nicht dabei sind. Dass sie quasi nur ein Schatten ihrer selbst sind. War jetzt relativ unnötig, dass er so kurz war. Ich wollte aber eigentlich in die andere Richtung. Ich bin immer irgendwo, aber nie da, wo ich hin will. Gefühlt. Waren wir hier schon mal? Nee, wäre Quatsch, oder? Oh Gott, gleich zwei. Okay, ich habe gleich zwei. Die waren hier noch nicht. Hier sind zwei. Ja, aber ist das jetzt da, wo ich lang muss? Dann gehe ich nämlich erstmal zurück. Dann würde ich nämlich jetzt erstmal zurückgehen. Wo ist zurück? Da ist zurück. Entschuldigung, ich bin einfach verwirrt. Keiner? Okay, gut. Soll mir recht sein. So, dann würde ich jetzt aber trotzdem gerne nochmal zurückgehen und die Treppe runtergehen. Weil dann geht es ja vielleicht da doch lang. Und wir müssen hier erstmal runter und diese Bumsfiguren da wegmachen. Nicht geschubst werden. Wenn ich etwas nicht leiden kann, ist es geschubst zu werden. Geheimritus Schriftrolle. Aha. Was ist denn das? Okay, ist es nicht sowas zum Lesen? Was ist denn die Geheimritus Schriftrolle? Keine Ahnung. Ja, da fummelt sich das immer irgendwo ins Inventar rein und keiner weiß, wo das ist. Überventilier nicht. Wir haben zumindest eine Geheimritus-Schriftrolle gefunden. Was uns das jetzt sagt, keine Ahnung. So, jetzt sind wir wieder auf dem Originalweg. Ja, hier lang. Da hinten waren die zwei Roten. War ich das? Also gegen zwei Rote muss ich jetzt auch nicht auf einmal kämpfen. Das wäre doch ein bisschen zu Omba. Zu Umba-Lupa-mäßig. Keine Ahnung, wo die Stimmen herkamen. Nur mal so gesagt. Ich habe eine Stimme zumindest gerade vernommen. Nee, kam ich nicht. Ich bin... Nee, ich kann nicht von hier kommen. Wo war... Nee. Warum muss hier alles so konfus sein?
So, wir gehen noch mal ganz kurz zu den anderen Roten. No, no, Freya. Don't let it boil you up. Take it slow. Take it slow. Bist du jetzt ein böser Roter oder bist du ein guter Roter? Da hinten steht auch noch ein Roter, okay. Alles ruhig, ganz ruhig bleiben, Prinzessin Schnürschuh. Alter Finne. Niemand hat gesagt, dass du gleich eskalieren sollst. Ich kann nicht, sorry, aber der ist ja auch, der hat sich umgedreht und hat instant alles abgefeuert, was auch immer diese Person hatte. Ey, so eine Scheiße, Mann, ey, jetzt darf ich die ganze Pisse nochmal durchlatschen. Da falle ich sogar noch. Vor allem sind da vier Rote zwischen und jetzt bin ich genervt und das heißt, dass ich jetzt gleich voll reingehe. Und die Roten sind nun mal furchtbar höllisch stark. Die sind stark, also sie haben eine starke Magie drauf. Das auf jeden Fall, aber jetzt warte ich erstmal. Der hat mich ja jetzt schon, der hat mich ja schon gesehen, da habe ich ja ihn ja noch gar nicht gesehen. Mann, ey, das ärgert mich. So. Vor allem, das ist garantiert ein Schubsangriff, den er da hat. Sag ich doch. Also magietechnisch sind die schon ziemlich wuchtig. Da klopfen die schon ziemlich auf einen drauf. So, runter brauchen wir jetzt ja nicht. Reichweite, Prinzessin Wackeldackel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der fliegt. Warum mache ich fliegende Dinger rein? Ehrlich, das ist das Letzte, was ich reinmachen sollte in solchen Spielen. Ehrlich, niemals fliegende Viecher rein. Die sind scheiße. Sie werden auch immer scheiße bleiben. Keine Lust, die ganzen kleinen Penisse hier zu besiegen. Okay. Den da, weil der doof ist. Hier kam noch ein Roter, ne? Ja. Das brauche ich nur wegen Leben. Vergessen, hier ist jetzt ein bisschen mehr. Wir gehen slowly an. Slowly but wowly. Das Problem ist, jetzt sind wir von 25 Leuten gefunden worden.
Gut, der da hinten war Gott sei Dank passiv. Damit kriegt er auch eine. Wer passiv ist, kriegt eine mit. Ist so. So, das ist jetzt das. Ja. So, jetzt müssen wir nur sehen, dass wir irgendwie aktiv den Tod kriegen. Jetzt hat er uns nicht hoffnungslos überrascht. Weil vorhin hat er uns ja so blöd überrascht mit seinem Hardcore-Kombo auf einmal. Aber jetzt haben wir doch alles. War ich da jetzt gewesen? Ne, da liegt noch Items. Lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, was da sein sollte. Das ist zumindest ein Hebel. Warum da ein Hebel ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal. Weiß ich nicht. Wird sich die Mitte drehen? Wird sich alles drehen da unten jetzt? Wird sich der Löwe vielleicht absetzen? Wir gucken mal. Wir gucken. Es geht hoch. Okay, es geht hoch. Und dreht sich. Alles klar. Lass mal stecken. Ich sehe eigentlich immer noch nicht, warum ich hier jetzt rüberhüpfen sollte, ehrlich gesagt. Sehe ich eigentlich immer noch nicht. Aber gut, wir lassen es erstmal. So vorsichtig, hier oben waren wir noch nicht. Was eine Gnade. Oh mein Lord. Will I ever make sense of this jumble? Hello. Wer bist du? I'm afraid I'm busy. A curse upon my lack of foresight. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. I'm afraid I'm busy. Truly. I should have asked Ansbach. Ansbach. Okay, wer war Ansbach? Ansbach war jetzt der da unten war, ne? Ich habe leider überhaupt nicht die Namen im Kopf hier. Wer von welchem Dödeln ist. Stellen Sie sich auch nicht vor. Doofköppe. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht von da nach da und dann da auf die Ziege und dann darüber müssten. Und warum sind hier so viele tot? Mein ernsthaft. Habe ich was davon, wenn ich jetzt auf den Ziegenarsch reite? Okay, ich glaube aber wirklich, dass das der Point auf Bewegung ist, den wir haben müssen, wa? Gott, ey. Okay, da wir ja sowieso noch nicht irgendwas gemacht haben. Ja, das ist eigentlich jetzt gar nicht meine Welt. Aber... Endeffekt. Solange uns keiner angreift, so wie der da vorne. Und da stehe ich. Ah, gut. Okay.
bin ich schon wieder draußen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber wir sind fast ganz oben. Huiuiui. Oh. Schon der Baum, ey. Ein roter, der aber tatsächlich ein bisschen anders aussieht. Ich hoffe mal einfach, der hat uns noch nicht gesehen. Das lässt die ganze Zeit sagen. Ich sag ja nur. Okay, also wir haben da jetzt einen Bösewicht. Einen, naja, ich vermute mal ein bisschen härteren Bösewicht. Mal wieder falsch rum. Okay, ich kenne seine Fähigkeiten nicht, ne? Aber wir werden sehen. Überhaupt anders? Hast du überhaupt anders? Geflügel der Schlangenhelm, Kriegsasche, Flammenspeer. Ich meine, er hat ein bisschen was anderes gemacht, aber war der jetzt wirklich anders? Nicht wirklich eigentlich, ne? Ich vermute mal, dass danach jetzt kein Boss kommt. Das wäre super fies. Oh Gott, bitte lass da jetzt kein Boss kommen. Gott sei Dank, wenn ich ein Item sehe, weiß ich, dass kein Boss kommt. Okay, Sackerbaumfragment, das ist gut, das macht uns stärker. Eine Gnade, jetzt wird ein Boss kommen. Ja. Yep. Jetzt kommt Papa Boss. Jetzt kommt Papa Boss, aber es kann uns egal sein, denn wir werden uns erstmal, ne, einen schönen Schattenreich gönnen. Und wir werden husten. Und wir werden uns ein Level-Up gönnen. Auf Stärke. Einfach nur so, weil wir es können. Okay, da würde ich mich aber mal ganz kurz so und so. Und so. Ja, da wird jetzt garantiert ein Boss auftauchen. Und ich habe keine Ahnung welcher, aber wir machen die Tür so langsam auf.